Podcast Nummer 3. Schön ohne Aber. Vom Körperhass zu Körperliebe. Jetzt kommt der dritte kleine Schritt zur Selbstwahrnehmung. Es gibt ein ganz seltsames Phänomen, vor allem bei Frauen, ich glaube, bei Männern habe ich das noch nie irgendwo gehört, aber bei Frauen, dass wenn sie sich in den Spiegel schauen, dann nehmen sie sich verzerrt wahr. Also zum Beispiel, sie nehmen sich wesentlich dicker wahr, als sie das tatsächlich sind, oder kleiner, als sie tatsächlich sind, oder blasser, als sie wirklich sind. Also, oder manche erzählen, die Nase sei riesig oder die Ohren seien riesig. Und ich sitze dann gegenüber von der und denke mir, von welcher Nase spricht die da? Ich sehe keine riesige Nase oder ich sehe keine riesigen Ohren. Das ist ein ganz seltsames Phänomen. Auch das beginnt zumeist in der Pubertät zwischen 14 und 15, dass man irgendeine Stelle hat, die man ungeheuer groß und belastend wahrnimmt und die Wirklichkeit nur ein ganz kleiner Teil meines Körpers darstellt. Und ich kann mich erinnern, ich musste, weil ich Schauspielerin bin, für die Agentur Fotos machen und habe dann meine eigenen Fotos gesehen und habe gedacht, boah, das ist so uninteressant. Dieses Gesicht ist so uninteressant und geschweige denn schön. Ja, also ich habe nichts in diesem Gesicht entdecken können, was mich angesprochen hätte, dass ich gesagt habe, die ist aber schön oder die hat aber Ausstrahlung oder was auch immer. Ich habe es nicht gesehen. Und das ist sehr tragisch, weil ich verspreche Ihnen, wenn Sie 15 Jahre vergehen lassen und dann diese Fotos, die Sie von sich selber haben, nochmal ansehen, das war wie ein Aha-Erlebnis. Dann denken Sie, das ist ja unglaublich, ich habe das alles nicht gesehen. Ich habe nicht gesehen, was an mir hübsch ist. Ich habe es nicht wahrgenommen. Ich habe nur das wahrgenommen, was ich gerne gehabt hätte und nicht habe. Und das ist so drastisch, dass man sich das gar nicht vorstellen kann, wenn man 15 Jahre später die Fotos sieht, dass man sich einfach nicht vorstellen kann, warum man so reagiert hat auf diese Fotos. Aber als Beispiel einer verzerrten Wahrnehmung. Und da gibt es wieder eine klitzekleine Übung heute. Nehmen Sie ein Bild, was 5 bis 10 Jahre älter ist. Wenn Sie jetzt gerade schon Richtung 50 gehen, dann können Sie natürlich auch eins nehmen, was 20 Jahre davor war. Aber das Ziel wäre, dass es wirklich schon mit gehörigem Abstand, emotionalen Abstand ist. Und dann schauen Sie sich dieses Foto an. Ich habe mir Kinderfotos angeschaut, nicht nur von mir, sondern auch von Freundinnen, die das gleiche Phänomen kennen. Und in so einem Kinderfoto sieht man einen Ursprung, eine Originalität, einen speziellen Gesichtszug, der einfach für dieses Kind typisch war oder exemplarisch war. Und plötzlich merkt man, das hat man alles nicht wahrgenommen. Das Einzige, was man wahrgenommen hat, ist den Unterschied zwischen Hochglanzmagazin und diesem Gesicht. Und deshalb möchte ich Sie ermutigen, probieren Sie das aus. Probieren Sie es ein paar Mal aus mit verschiedenen Fotos. Was sehen Sie da, wenn Sie Ihr Foto sehen vor 5 Jahren, vor 10 Jahren, vor 15 Jahren? Und dann merken Sie, der Blick hat sich verändert, nur durch den emotionalen Abstand. Wirklich, wer kennt das nicht, vor allem unter uns Frauen? Wenn wir uns im Spiegel sehen, dann fallen uns zuerst die Stellen ins Auge, die wir an uns nicht so mögen. Diese einseitige oder auch verzerrte Selbstwahrnehmung löst Unbehagen aus, das sich auf die Gedanken und Gefühle auswirkt. Und auf einmal bestimmen das Aussehen und der vermeintliche Makel sehr stark unsere Identität. Deshalb nehmen wir uns Eva Marias Tipp zu Herzen und schauen uns Fotos von uns vor geraumer Zeit an. Ich wünsche dir dabei viele schöne Entdeckungen. Und es kann auch hilfreich für eine entspanntere Selbstwahrnehmung sein, wenn wir schauen, wie Gott uns wahrnimmt.
Dazu gibt es eine Geschichte in der Bibel. Gott schickt den Propheten Samuel zu der Familie von Isai, weil er einen seiner Söhne zum König von Israel machen will. Als er die Söhne sieht, sticht einer besonders hervor und er denkt sich, wow, das muss der zukünftige König sein. Aber was sagt Gott? Lass dich von seinem Aussehen und von seiner Größe nicht beeindrucken. Er ist es nicht. Denn ich urteile nach anderen Maßstäben als die Menschen. Für die Menschen ist es wichtig, was sie mit den Augen wahrnehmen können. Ich dagegen schaue jedem Menschen ins Herz. Wenn du mehr darüber erfahren willst, wie Gott dich sieht, dann schreib eine Mail an info@myinput.it. Wir schicken dir gerne kostenlos eine Bibel zu, ganz unverbindlich.